im Wasser erfolgreich. Annika Brun aus Ingersheim zählt zu Deutschlands besten Schwimmerinnen. Wir haben sie zu Hause besucht. Heute muss sich unser Kinderreporter entscheiden, welches Laufgeschäft auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist das coolste. Und Fußballwahnsinn auf der Waldau. Die Stuttgarter Kickers liegen 0:3 und 1:4 zurück und erkämpfen sich doch noch ein wichtiges Unentschieden. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum regio.tv-Journal. Am Sonntag machen wir mit den regio.tv-Kinderschwimmtagen im Hallenbad Böblingen Station. Dort soll Kindern die Angst vor dem Wasser genommen werden. Ein Beispiel, wie es laufen kann, wenn man leidenschaftlich gerne schwimmt, ist Annika Brun aus Ingersheim. Sie hat ihre Begeisterung fürs Wasser früh entdeckt und ist inzwischen richtig erfolgreich. Wasser ist halt irgendwie so mein Element, ist schon immer gewesen. So in der Schwerelosigkeit, es macht mir einfach Spaß. Dieses Gefühl, wenn man auch schnell schwimmt, gegen andere zu schwimmen, mit anderen zu schwimmen, gegeneinander irgendwie zu fighten im Training und so. Ja, das motiviert einen einfach. Für Annika Brun zahlt sich die Liebe zu ihrem Sport aus. Die 26-Jährige ist aktuell eine der besten deutschen Schwimmerinnen. Ihre Wurzeln liegen in Ingersheim im Landkreis Ludwigsburg. Die Eltern, einst selbst erfolgreiche Schwimmer, leben bis heute dort und haben die Schwimmbegeisterung ihrer Tochter früh entdeckt. Wir konnten das schon sehen, dass sie da Talent hat und das auch gerne macht. Aber wir wollten sie auf keinen Fall zwingen, jetzt irgendwie so zu pushen ins Training rein. Und dann ja, hat sich das wirklich sehr allmählich entwickelt. Angefangen beim SV Bietigheim kann Annika inzwischen auf eine beachtliche Karriere blicken, sauber dokumentiert im Elternhaus. Das erste Highlight? Die überraschende Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 mit 19 Jahren. Das war wirklich krass, weil ich hatte vorher auch noch keine WM, keine EM geschwommen. Bei mir war eigentlich direkt deutsche Meisterschaften und dann Olympia. Und klar, also ich war so ein bisschen überfordert, aber ich fand es auch total cool, das so zu erleben. Mit dieser Erfahrung im Rücken startet Brun durch. 2014 gewinnt sie ihren ersten deutschen Meistertitel, 7 weitere folgen bisher. Außerdem die zweite Olympiateilnahme in Rio 2016. Seit 5 Jahren trainiert sie unter Hannes Vitense, der seit Februar auch Teamcoach des Deutschen Schwimmverbands ist. Annika ist ein Paradebeispiel dafür, wie man sich über Jahre hinweg stetig weiterentwickeln kann und wenn es mal stagniert, auch trotzdem dranbleibt und am Ende vielleicht solche tollen Erfolge feiert. Wie bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr. Als Schlussschwimmerin holt Annika mit der Damenstaffel die Bronze und mit der Mixstaffel sogar die Goldmedaille. Seit 2018 trainiert sie bei der Neckarsulmer Sportunion. Hier hat Christian Hirschmann gemeinsam mit Vitense einen professionellen Schwimmstandort aufgebaut. Brun ist dabei auch Vorbild für den Nachwuchs. Annika ist so unter den Sportlern eigentlich die Sportlermama, um ehrlich zu sein. In der Kraft Alter und natürlich auch Erfahrung im Sport nimmt sie da eine ganz wesentliche Rolle ein. Und Annika engagiert sich sehr stark in den Schulkooperationen. Dort gibt Brun einmal wöchentlich ihre Schwimmbegeisterung an Schüler weiter. Vollen Einsatz zeigt Annika auch außerhalb des Beckens. An der Fernuni hat sie ihr Bachelorstudium Sportökonomie mit Auszeichnung abgeschlossen. Aktuell macht sie den Master. Dazu kommen die Trainingseinheiten. Falls dafür mal die Motivation fehlt, gibt es Unterstützung von den Kollegen. Da spielt dann halt wieder die Trainingsgruppe dann wieder die entscheidende Rolle, wo man halt dann sagt, okay, komm Annika, hey, jetzt spring rein, auch wenn es 6 Uhr morgens ist und gib einfach alles für deinen Traum. 5 bis 6 Stunden täglich trainiert Brun für ihr großes Ziel, ihre dritte Olympiateilnahme in Tokio 2020. Ja, und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Ab heute sind Annika und ihre Kollegen im Trainingslager in der Türkei. Bereits am Dienstag ist er über die Fernsehbildschirme geflimmert. Unser regio.tv-Kinderreporter Felix. Der 9-Jährige hat 2 Laufgeschäfte auf dem Stuttgarter Frühlingsfest genauer unter die Lupe genommen. Heute ist das dritte dran und Felix muss sich entscheiden, welches der 3 ist seiner Meinung nach das coolste. Und
Verwirrung im Glaslabyrinth und kubanisches Flair mit Riesenrutsche. Das hat Kinderreporter Felix in den ersten beiden Laufgeschäften erlebt. Heute besuchen wir Schausteller Nummer 3. Oder sind wir etwa bei den Piraten gelandet? Also mein erster Eindruck ist erstmal schon, die haben sich echt viel Mühe gegeben dabei. Um es kurz zu sagen, einfach mega. Testen werden wir heute das Pirate Adventure. Schausteller Louis verrät Felix zu Beginn direkt ein ganz privates Geheimnis. Und wann haben Sie Geburtstag? Am 15.12.1998 bin ich geboren. Haben Sie ja noch ein bisschen bis zu Ihrem Geburtstag, aber Sie hatten ja erst vor kurzem. So sieht's aus. Gut, dass das geklärt ist. Los aufs Schiff. Hast du Angst? Nein, wie soll ich hier auch Angst haben? Ein Reporter kennt schließlich keine Angst. Doch im ersten Raum wirkt Felix plötzlich deutlich angespannter. Wieder draußen zeigt der Neunjährige dann doch Einsicht. Ja, also das war dann schon etwas unheimlich. Da müssen wir jetzt durch. Nächste Station, Schiffsuntergang. Sollte jeder gute Reporter einmal durchgemacht haben. Gift, wir müssen da drüber. Gift. Sonst kriegen wir eine gewischt. Am Ende haben wir den Piratenschatz gefunden. Und eine kleine Schrecksekunde. Was da passiert ist, einfach mal selbst testen. Wie finden Sie so den Preis für einmal durchlaufen? Finden Sie den okay? Ja, ich würde sagen, für das, was man bei uns im Pirates Adventure erlebt und was man ja, dort geboten kriegt, ist, denke ich mal, der Preis schon in Ordnung. Für rund 7 Minuten Pirat sein zahlen Kinder hier 3,50 Euro. Und das ist, wenn es nach unserem Kinderreporter geht, auch völlig in Ordnung. Da drin, da kannst du sehen, wie die Piraten gelebt haben. Das ist so gut gemacht. Du fühlst dich wie auf einem echten Schiff. Du fühlst dich wie ein echter Verbrecher. Du fühlst dich wie einfach ein richtiger Pirat. Doch Moment, nicht, dass Felix jetzt unter die Piraten geht. Wir brauchen ihn schließlich noch. Fassen wir nochmal zusammen. Das Aquavellis bekommt in der Gesamtwertung 4 von 5 Punkten. Das Laufgeschäft Viva Cuba schneidet mit 3 Punkten ab. Und wie sieht's mit dem Pirate Adventure aus? 5 Punkte! Und damit für Felix der Sieger unter den Laufgeschäften. Es fand ich einfach gut. Und jetzt fahre ich noch eine Runde mit der Maus. Nimmst du mich mit? Ja. Aber nur, wenn ich nicht so schrei. Ja. Und wie fand ich jetzt den Tag, Felix? Den fand ich einfach super, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Würdest du jetzt auch Reporter werden wollen? Überlege ich mir gerade noch. Okay, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit. Habe ich noch. Ich muss jetzt erstmal in die weiterführende kommen und dann sehen wir weiter. Genau. Auf der weiterführenden Schule wünschen wir Felix viel Erfolg und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja hier irgendwann wieder. Ja, nicht aus Frühlingsfest, sondern zum Grünlandtag ging es heute für rund 70 angehende Landwirte. Die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftsschulen Herrenberg, Backnang und Kalf absolvierten auf dem Kirchtalhof bei Eidlingen im Kreis Böblingen verschiedene Stationen. Themen der praxisorientierten Stationen waren unter anderem Grünlandbestände, Pflanzenbestimmung und Düngung. Ja, und mit dem Wetter hat es da ja schon mal gepasst. Gleich schauen wir noch auf die Stuttgarter Kickers, die am Tag der Arbeit richtig ran mussten und sich dank der Unterstützung der Fans gegen Ravensburg richtig stark zurückgekämpft haben. Mehr dazu gleich hier. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück. Tag der Arbeit, das haben die Stuttgarter Kickers gestern wörtlich genommen. Gegen Ravensburg mussten die Blauen vor 3.700 Fans so richtig mal lochen. Am Ende steht ein Ergebnis, das eigentlich zu wenig ist, über das man sich am Ende aber doch auch freuen durfte. Erschöpft von einem harten Kampf. Die Stuttgarter Kickers haben sich das Leben selbst schwer gemacht, lagen gegen eine starke Ravensburger Mannschaft mit 0:3 und 1:4 nach 35 Minuten schon aussichtslos zurück und erkämpfen sich am Ende dann doch noch ein 4:4 Unentschieden in einem verrückten Fußballspiel. Eigentlich absoluter Wahnsinn, wenn man nicht unbedingt Stuttgarter Kickers-Fan ist und neutral ist. Es ist natürlich ein tolles Fußballspiel. Für uns ist es natürlich schon Wahnsinn. Aber wir müssen den Punkt mitnehmen. Wir haben unseren Vorsprung ausgebaut. Wir sind die Highlight-Spiele, wo jetzt kommen. Und mit dieser Leidenschaft und dieser Moral und wieder zu unserer Stärke finden, die Stabilität und das Zweikampfverhalten, haben wir nach wie vor alles in der eigenen Hand.
Durch den Punktgewinn konnten die Kickers den Vorsprung auf den Balinger SC auf 2 Punkte ausbauen. 4 Spiele sind noch zu absolvieren. Die Kickers haben den Aufstieg nach wie vor in der eigenen Hand. Sportlich geht es heute immer um 15:15 noch im Startblock 07 weiter, unter anderem mit einem ausführlichen Interview mit Kickers Top-Torschütze Mijo Tunjic. Außerdem gibt es Tickets für das Spiel des TVB gegen Flensburg zu gewinnen. Ja, und hier folgen jetzt noch die Aussichten aufs Wetter. Ihnen noch gute Unterhaltung in unserem weiteren Programm und bis morgen. Tschüss, auf Wiedersehen. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Jetzt weht im wahrsten Sinne des Wortes ein anderer Wind. Wir bekommen so ziemlich die kälteste Luftmasse, die es um diese Jahreszeit geben kann und starten am Freitag erst einmal mit Regen, der sich im Laufe des Tages Richtung Schweiz und Bodensee zurückzieht. Dahinter folgen noch ein paar Schauer. Mit 10 bis 13, mit Sonne am Rhein auf 15 oder 16 Grad ist es schon relativ kalt. Rund um Stuttgart haben wir am Vormittag Regen, am Nachmittag Sonne und Wolken und dann entstehen noch einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen Richtung Freudenstadt 10 Grad, Richtung Bietigheim-Bissingen bis zu 15 Grad. Fühlt sich aber durch den Wind alles kälter an. Südlich der Donau haben wir noch bis in den frühen Nachmittag hinein Regen. Der Regen klingt dann von Schwäbisch Gmünd her ab, die Wolken lockern auf, später folgen noch einzelne Schauer und über die Albhochfläche weht kühler Wind und die Temperaturen erreichen gerade mal 11 bis 14 Grad, fühlen sich meist kälter an. Am Bodensee bleibt es noch am längsten trüb mit Regen. Ab dem Nachmittag zieht sich der Regen dann Richtung Schweiz und Vorarlberg zurück. Dahinter lockert es auf und die Temperaturen steigen auf rund 13 Grad. Richtung Wortweil sind auch bis zu 15 Grad drin. Interessant wird es dann am Wochenende. Am Samstag setzt Regen ein. Am Nachmittag und Abend fällt im Schwarzwald und auf der Alp Schnee. Und Achtung, alle, die Sommerreifen drauf haben, dürfen in der Nacht auf Sonntag nicht fahren. Am Sonntag und Montag gibt es noch ein paar Schauer. Dann wird es vorübergehend freundlicher.